Ich rufe auf die Zusatzpunkte 12a und 12b. Hier geht es um die zweite und dritte Beratung der von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD sowie von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Transparenz und Recht im Netz, Maßnahmen gegen Hasskommentare, Fake News und Missbrauch von Social Bots. Auch hier soll nach einer interfraktionellen Vereinbarung die Aussprache 38 Minuten dauern. Ich sehe dazu keinen Widerspruch, also verfahren wir so. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesjustizminister Heiko Maas. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit nunmehr 2 Jahren findet in Deutschland eine außerordentlich intensiv und auch eine außerordentlich kontrovers geführte Debatte darüber statt, wie wir der Hasskriminalität im Netz begegnen können. Und das ist eine schwierige Debatte, das ist eine wichtige Debatte, aber das ist eine Debatte, die wir führen müssen, denn das Schlechteste, was wir tun können, ist nichts zu tun bei dem, was sich dort zurzeit abspielt. Und wie groß das Problem ist, das zeigt die aktuelle Statistik des Bundeskriminalamtes. In den letzten 2 Jahren ist die Hasskriminalität in Deutschland um über 300% gestiegen. Und deshalb, es geht heute nicht nur um ein bisschen Regulierung, um ein paar mehr Compliance-Vorschriften. Es geht um eine Grundsatzentscheidung für das digitale Zeitalter. Damit das Internet nicht länger ein rechtsfreier Raum bleibt, müssen wir Recht und Gesetz auch endlich im Netz durchsetzen. Und meine Damen und Herren, ja, die Grundwerte, die hier auf dem Spiel stehen, sind keine geringeren als Freiheit und Gleichheit. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. In einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie, da sind Streit und Debatte völlig unverzichtbar. Und zur Meinungsfreiheit gehören ja auch hässliche Äußerungen. Das muss jeder ertragen können in einem freien Land. Aber die Meinungsfreiheit endet eben da, wo das Strafrecht beginnt. Und deshalb ist die Einhaltung von Recht und Gesetz kein Angriff, sondern die Garantie der Meinungsfreiheit. Und genau darum geht es in diesem Gesetz. Und ich frage deshalb, wo bleibt diese Freiheit, wenn Andersdenkende im Netz ohne Konsequenzen beleidigt, bedroht oder mit Mordaufrufen attackiert werden? Mit kriminellen Hassposts sollen Andersdenkende eingeschüchtert und mundtot gemacht werden. Und solche Angriffe, solche Hassposts, das sind Angriffe, wahre Angriffe auf die Meinungsfreiheit. Und mit diesem Gesetz beenden wir in dieser Beziehung das verbale Faustrecht im Netz und schützen die Meinungsfreiheit aller, die im Netz unterwegs sind und sich dort auch äußern wollen. Wir stellen sicher, dass jeder seine Meinung äußern kann, ohne deswegen beleidigt und bedroht zu werden. Und das ist keine Einschränkung, sondern es ist eine Voraussetzung für die Ausübung der Meinungsfreiheit. Der zweite Grundwert, der hier auf dem Spiel steht, das ist die Gleichheit. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. So steht es im Grundgesetz. Aber die Realität sah gerade in diesem Punkt doch etwas anders aus. Jeder Journalist, der eine Zeitung macht, jeder Verleger, der ein Buch herausgibt, jeder Mensch, der sich auf eine Holzkiste stellt, auf dem Marktplatz und eine Rede hält, muss sich an unsere Gesetze und auch an das Strafrecht halten. Und ich sehe keinen Grund, warum das Gleiche nicht gerecht nicht auch für die großen Internetkonzerne geben sollte. Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht Facebook und Twitter. Meine Damen und Herren, Facebook hat alleine in Deutschland rund 30 Millionen Nutzer. Weltweit hat es allein im ersten Quartal des Jahres einen Rekordgewinn von 3 Milliarden € gemacht. Und diese Zahlen zeigen, dass es hier noch um einen dritten Grundwert geht unseres Zusammenlebens. Und er steht auch im Grundgesetz, nämlich Eigentum verpflichtet. Und die Erfahrung hat gezeigt, ohne politischen Druck werden die großen Plattformbetreiber ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Wir haben es 14 Monate mit Gesprächen versucht. Und deshalb ist es richtig,
jetzt mit einem Gesetz tätig zu werden. Und meine Damen und Herren, die Beratungen im Ausschuss haben auch zu vielen und sinnvollen Klarstellungen im Gesetz geführt. Das Ziel bleibt aber völlig unverändert. Und trotzdem, und auch das sage ich, werden wir mit diesem Gesetz nicht alle Probleme lösen können. Wir bleiben auch künftig gefordert, die Plattformbetreiber, die Zivilgesellschaft und natürlich auch und vor allem die Justiz. Und wir werden auch auf europäischer Ebene für gemeinsame Lösungen streiten. Wir werden weiter gegen die sprachliche Verrohung im Netz streiten. Zum Schutz der Meinungsfreiheit müssen wir verhindern, dass ein Klima der Angst und der Einschüchterung entsteht. Und deshalb müssen strafbare Inhalte, strafbarer Hass und künftig schneller aus dem Netz gelöscht werden. Und mit diesem Gesetz kommen wir diesem auch einen ganz wesentlichen Schritt näher. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen das Ergebnis der Auszählung der Abstimmung zum vorigen Tagesordnungspunkt, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, mitteilen. Abgegebene Stimmen 623. Mit Ja haben gestimmt 393, mit Nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Also, liebe Leute, mal unabhängig davon, dass es nach unserem Reglement unzulässig ist, ich finde es auch eine völlig unangemessene Reaktion auf eine Debatte und auf ein Anliegen, bei dem ich es besonders bedauerlich fände, wenn diejenigen, die sich mit ihrem Anliegen heute durchgesetzt haben, dadurch in den Verdacht der Albernheit gerieten. Nächste Rednerin ist die Kollegin Petra Sitte für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was lange währt, wird endlich gut. Passt doch. Was weniger lange währt, wohl eher nicht. So jedenfalls könnte man es durchaus für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sagen. Es ist schon auffällig, dass wir heute auf der Tagesordnung über einige Themen sprechen, die seit vielen Jahren hoch und runter diskutiert werden, wie eben über die Ehe für alle, über das Wissenschaftsurheberrecht, über die Störerhaftung. Und doch wollen einige am liebsten die ganze Diskussion jeweils wieder von vorne aufrollen. Auf der anderen Seite kann es hier beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, einem erst vor wenigen Monaten überhaupt in die Diskussion gekommenen, völlig neuartigen Gesetzesvorhaben, gar nicht schnell genug gehen. Natürlich hat Herr Maas recht, es gibt Probleme mit Hass und Falschnachrichten und eben auch der Rolle, die soziale Netzwerke da als Plattformen spielen. Die gibt es aber auch nicht erst seit gestern, und die sind unbedingt ernst zu nehmen. Gerade deshalb ist eine ernsthafte und gründliche Prüfung von Lösungsansätzen notwendig. Und genau das tut dieser Entwurf nicht. Und das konnte der Bundestag auch nicht in den letzten Wochen nachhaltig bessern. Dabei will ich nicht bestreiten, dass der Änderungsantrag der Koalition einige deutliche Verbesserungen mit sich bringt. Für die war ja auch, wie angedeutet, sehr viel Luft. Es sind einige handwerkliche Probleme beseitigt, es sind einige Stellen behoben, an denen der Entwurf weit über das hinausgegriffen hätte, was zu seiner Begründung angeführt wird. Als er uns zuerst vorlag, war eines unserer wichtigsten Probleme, worauf richten wir eigentlich unsere Kritik? Was sollten wir kritisieren? Denn wir hätten uns in dem Falle ja auch in Details verlieren können angesichts der großen Masse zu kritisierender Gegenstände. Der jetzt vorliegende Entwurf gibt uns zumindest die Chance, es ganz auf den Kern des Problems zu bringen. Den will ich anhand des neuen Entwurfs daher noch einmal sehr deutlich sagen. Immer noch verpflichten Sie Netzwerke darauf, bestimmte Inhalte
innerhalb von 7 Tagen zu löschen, wenn sie sich nicht hohen Bußgeldern aussetzen wollen. Davon gibt es zwar jetzt Ausnahmen, so zum Beispiel, wenn die Strafbarkeit von bestimmten Umständen abhängt oder wenn eine Einrichtung der Selbstregulierung eingeschaltet wird. Aber auch die soll dann in 7 Tagen entscheiden. Und bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, die sollen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, da darf diese Selbstregulierung nicht stattfinden. Damit werden den Plattformen teils sehr schwierige rechtliche Entscheidungen auferlegt. Rechtliche Entscheidungen, bei denen eigentlich nur die Löschung am selben Tag tatsächlich Sanktionsfreiheit garantiert. Dass sie im Zweifel auch rechtmäßige Inhalte sozusagen sicherheitshalber dann löschen, das liegt doch auf der Hand. Und das gilt auch dann, wenn die Koalition sagt, sie wolle erst im Wiederholungsfall und erst nach dem Nachweis von strukturellen Defiziten sanktionieren. In Anbetracht der Bedeutung, die soziale Netzwerke heute für unsere Kommunikation haben, wäre dieser Vorgang beunruhigend. Und es werden außerdem Abwägungen und Entscheidungen über Strafbarkeit, für die eigentlich Gerichte zuständig sein sollten, nach wie vor in die Hände von Privaten gelegt. Deren Macht über unser Kommunikationsverhalten wollten wir doch aber gerade eingrenzen. Es gibt also, lassen Sie mich das noch mal festhalten, durchaus sinnvolle Teile des Gesetzes. Auch Vorschriften zur Erreichbarkeit der Netzwerke, zu Transparenz und Berichtspflichten und auch zur Strukturierung von Beschwerdeverfahren hätten wir uns wohl relativ schnell einigen können. Das, was darüber hinausgeht, können wir aber in dieser Form nicht mittragen. Ob es verfassungsrechtlich, europarechtlich überhaupt am Ende trägt, bleibt noch offen. In jedem Fall kann dieses Gesetz nicht als Schlusspunkt einer Debatte stehen bleiben. Wir werden in der nächsten Wahlperiode ganz sicher erneut darüber und umfänglich beraten müssen. Und selbst die Koalition hat das im Ausschuss jeweils schon zum Ausdruck gebracht. Danke. Das Wort hat nun die Kollegin Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist völlig klar, soziale Netzwerke bieten ganz neue Möglichkeiten und Chancen der Kommunikation. Nie war es so einfach, sich zu informieren, sich auszutauschen, zu diskutieren und auch streitbar zu debattieren. Und das ist ein großer Gewinn, auch für die Demokratie. Aber es war auch noch nie so einfach, öffentlich zu pöbeln, zu hetzen, zu Straftaten aufzurufen oder selbst strafbare Inhalte zu posten. Und ich zitiere gern mit Erlaubnis des Präsidenten aus einem Post auf der Facebook-Seite des Berliner Abgeordnetenkollegen Stefan Ebers von vor 2-3 Tagen. Ich möchte Stefan Ebers, CDU, an einem Bajonett die Halsschlagader und die Luftröhre durchtrennen, dann kann der Nazi-Bastard nicht mehr hetzen oder heulen, sondern gurgelt nur noch. Kurz, standrechtlich erschießen wäre auch möglich und die ökologischste sinnvolle Variante wäre, Stefan Ebers, CDU, an einen langen Strick, an einem Baum aufzuhängen, Strick und im Hals, andere Ende um eine Anhängerkupplung und über die Stadtautobahn wäre auch lustig. Dass das kein Post ist, der unter Meinungsfreiheit fällt, dürfte jedem von uns einleuchten. Das ist Aufruf zum Mord, das ist eine Straftat und als Betroffener hätte ich die Erwartung, dass dieser Post so schnell wie möglich aus Facebook entfernt wird. Und das zu Recht. Und natürlich, liebe Kollegin Sitte, ist Strafverfolgung Sache der Justiz. Und natürlich braucht es auch eine lebendige Zivilgesellschaft, um Hetze, Hass, Verleumdung im Netz zu begegnen. Das ist völlig unbestritten. Aber doch schon heute haben Plattformbetreiber die Pflicht, strafbare Inhalte von ihren Seiten zu löschen. Das ist heute schon nach Telemediengesetz die Verantwortung der Plattformbetreiber. Und wir mussten doch feststellen, dass sie das über Jahre, über Monate diesem nicht nachgekommen sind. Zahllose Beispiele kennen wir, wo sich Menschen, die Opfer von Straftaten im Netz wurden, sich an die Plattformbetreiber gewendet haben und es ist nichts passiert. Und deshalb sind wir der Meinung, dass die Zeit der leeren Versprechungen vorbei ist und dass wir ein Gesetz brauchen. Und jetzt ist es wirklich sehr schade, dass dieses Gesetz so spät vorgelegt wurde und dass es auch noch handwerklich wirklich
ich sage mal, schlecht gemacht wurde. Nicht umsonst war ja eine breite Kritik in der Bevölkerung. Und wir hatten wirklich große Mühe und haben mit vereinten Kräften daran gearbeitet, dieses Gesetz zu ändern. Und bei allem Respekt, lieber Heiko Maas, wir haben nicht nur Klarstellungen gemacht, sondern wir haben es deutlich verändert und deutlich nachgebessert an vielen entscheidenden Stellen. Und an der Stelle darf ich aber auch danken, einmal dem Koalitionspartner SPD, der da wirklich an vielen Stellen mit uns gemeinsam diese Änderung vorgenommen hat, und letztendlich auch dem Ministerium, die dann am Schluss doch wirklich gute Zuarbeit gemacht haben, sodass ich finde, dass wir heute ein Gesetz haben, was vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil die Entwicklung dynamisch ist und weil wir das immer beobachten müssen, aber ein Gesetz, was dem Thema Hass und Straftaten im Netz die Stirn bietet, was den Menschen zu ihrem Recht verhilft und was gleichzeitig aber einen hohen Respekt vor dem Thema Meinungsfreiheit hat. Und liebe Kollegin Sitter, ich weiß nicht, ob Sie sich die Änderungsanträge durchgelesen haben, aber wenn Sie jetzt immer noch behaupten, wir überlassen es Privaten, darüber zu entscheiden, was hier von Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht, dann ist das schlicht falsch. Wir haben, und das ist die entscheidende Änderung in diesem Gesetz, nun ein System der regulierten Selbstregulierung eingeführt. Künftig werden die Plattformbetreiber bei nur dem leisesten Zweifel, ob das jetzt ein strafbarer Inhalt ist oder nicht. Und ich sage mal, sowas wie alle Juden gehören ins Gas ist zweifellos ein strafbarer Inhalt. Aber nur beim leistendsten Zweifel können Sie sich an eine Stelle der Selbstregulierung wenden. Sie können sich anschließen einer Selbstregulierungsstelle. Und dann entscheidet diese, und das ist ein neutrales Kriterium mit qualifiziertem Personal, entscheidet nach ganz klaren Kriterien, ob das der Äußerung strafbar ist oder nicht. Und das ist ja nichts Neues. Das kennen wir doch aus dem Jugendmedienschutz. Das ist gängige Praxis. Und jetzt müssen Sie nicht so tun, als wäre das hier was völlig Neues. Das ist die optimale, das optimale Setting, um dafür zu sorgen, dass wir die Entscheidung über Wahrheit oder Unwahrheit im Netz nicht Privaten überlassen und gleichzeitig auch nicht die staatliche Überwachungsbehörde etablieren. Die regulierte Selbstregulierung geht hier genau den richtigen Mittelweg. Und deshalb war es uns ein großes Anliegen, das ins Gesetz zu übernehmen. Wir haben viele andere Änderungen gemacht, zum Beispiel was den Anwendungsbereich angeht. Es gab große Sorgen bei den Betroffenen, wer überhaupt betroffen ist vor dem Gesetz. Es gab große Sorgen bei den Start-ups, die teilweise sehr schnell wachsen, ob sie jetzt von heute auf morgen hier ein Beschwerdemanagement vorhalten müssen. Diesen geben wir künftig 3 Monate Zeit, wenn sie die Schwelle von 2 Milliarden Nutzern überreißen. Und auch den Nutzerbegriff haben wir konkretisiert. Zukünftig müssen es registrierte Nutzer sein. Und das sind wichtige Klarstellungen, die wir ins Gesetz eingefügt haben. Und ich will noch einen dritten Punkt nennen, der uns sehr wichtig war. Das ist das Thema des Zustellungsbevollmächtigten. Es ist wichtig, dass die Menschen in Deutschland auch bei internationalen Großkonzernen einen Zustellungsbevollmächtigten im Land haben, der nämlich erstmal den Weg öffnet, dass man überhaupt klagen kann, dass man zu seinem Recht kommt. Und dieser muss, und das ist neu, nun innerhalb von 48 Stunden antworten. Und das ist auch eine maßgebliche Besserung dieses Gesetzes. Und deshalb will ich zum Schluss für meine Fraktion sagen, wir sind der Meinung, die Zeit der leeren Versprechungen ist vorbei. Es ist wichtig, dass wir jetzt eine gesetzliche Regelung bekommen, aber mit den Änderungen, die wir gemacht haben, haben wir das Gesetz, was eine starke Schieflage hatte, jetzt zu einem guten Gesetz gemacht, was den hohen Respekt vor der Meinungsfreiheit verbindet mit dem Anspruch derjenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind, dass sie zu ihrem Recht kommen. Es ist ein gutes Gesetz und deshalb kann ich uns allen Zustimmung empfehlen. Renate Künast ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eins will ich vorausschicken. Wir stellen heute ganz grundlegende Weichen für das digitale Zeitalter. Und wir machen nicht etwas, was wir mal ebenso austesten können, sondern
Hier gibt Deutschland weltweit ein Muster vor. Ich weiß, dass viele andere Staaten auf dieser Welt schauen, wie regelt denn Deutschland diesen Bereich. Und das macht uns übrigens an dieser Stelle Sorgen, weil wir natürlich vorgeben, wie geht die Abwägung zwischen auf der einen Seite Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite Persönlichkeitsschutz, Schutz gegen Diskriminierung, gegen Volksverhetzung. Und da gucken auch nicht demokratische Länder auf uns zu. Und deshalb ist es so bedeutsam, was wir heute diskutieren. Und deshalb ringen wir um Sinn. Seriosität und einem guten verfassungsrechtlichen Ausgleich an dieser Stelle. Und auch wenn die EU-Kommission jetzt nicht interveniert hat, aber wir wissen trotzdem, sie sieht es als Testballon und sie betrachtet und beobachtet das Ganze. Und wir wissen doch alle, und das kommt mir eigentlich zu kurz, weil diese ganze Debatte kommt jetzt zu so einer Engführung nur auf dieses Gesetz, meine Damen und Herren. Eigentlich hätte ja hier eine Debatte hergehört, was passiert eigentlich in dieser Gesellschaft mit all diesen Hasskommentaren, die teilweise strafbar sind, teilweise nicht, mit dieser vergifteten Debattenkultur, meine Damen und Herren, mit der Veränderung, und das erinnert mich manchmal an diese Zeit nach der Wende, denken Sie an Rostock-Lichtenhagen, an Hoyerswerda, an Kameradschaften, an Rechtsextreme, die die Jugendzentren übernahmen, wo demokratische Jugendliche gar nicht mehr wussten, wo sie hingehen können. Und da haben wir auch angefangen, eine Grundsatzdebatte zu führen darüber, wie wir den Versuch von Menschen, unsere gesellschaftlichen Strukturen, den Respekt, ich würde auch positiv sagen, die Political Correctness, andere nicht zu diskriminieren, runterzumachen und zu verletzen. Wie verteidigen und vertreten wir das eigentlich, meine Damen und Herren? Und es geht natürlich nicht nur mit Bußgeldtatbeständen, wie wir heute diskutieren. Bei weitem nicht. Das ist die Engführung der Debatte, die mich eigentlich nervös macht. Und ich sage, das Verfahren mit Verlaub war auch nicht gut hierhin. Was immer ihr untereinander, CDU, CSU und SPD, euch gekloppt hat. Aber erstmal interne Gesprächskultur zu betreiben, ohne das Parlament, zum angebotenen Evaluierungszeitpunkt, dann wertet Herr Maas die Gespräche aus, kurz vor Ostern, plötzlich wie Kai aus der Kiste mit einem Gesetz zu kommen, das helles Entsetzen auslöst. Das ist nicht das Niveau von Seriosität, das wir hier gebraucht hätten. Und diese Abwägung zwischen Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsschutz, Schutz vor Diskriminierung hat das Gesetz auch gar nicht geliefert, meine Damen und Herren. Nadine Schön, meine Vorrednerin, hat ein schauriges Beispiel gebracht. Und ich will noch eins dazu setzen, um Ihnen zu sagen, wie kompliziert das Ganze ist. Weil wir natürlich, ich sag's mal so, ich habe mich auch geärgert, unterschiedlich über unterschiedliche Unternehmen, die glauben, sie können globusweit Geld verdienen mit Werbung, mit diesem und jenem und faktisch auch durch ihre Algorithmen ja doch Meinung machen, aber sie müssen sich nicht um das jeweils regionale Recht kümmern. Ja, da habe ich mich auch geärgert. Und der politische Druck, die Debatte war nötig, damit überhaupt Personal eingestellt wird, ja. Aber was wir ja hinkriegen müssen in der Differenzierung, meine Damen und Herren, ist, dass wir nicht alles, worüber wir uns ärgern, wir sagen, das muss jetzt alles gelöscht werden. Wir müssen digital wie analog mit Meinungsfreiheit umgehen. Deshalb ist es ja auch so wichtig, mehr zu tun als Paragraphen und sich zu wehren, aber das auch zu akzeptieren. Ich war aber einem Dienstleister, habe ein Beispiel erzählt, das mir passiert ist, weil mir jemand geschrieben hat in grenzenloser Weisheit, von Ihnen würde ich auch gern ein Enthauptungsvideo sehen. Ich habe dann die Qualitätssicherung bei Arvato, wo ich nach viel Quengeln hin durfte, man muss immer nerven, ja, dann endlich hin durfte, hat die Qualitätssicherungsfrau nach langem Überlegen zu mir gesagt, ich würde es nicht löschen, weil kein konkreter Hinweis, keine konkrete Aufforderung. Und sie guckte mich unsicher an. Ja, weil sie natürlich klar war, emotional war das nicht das gewünschte Ergebnis. Aber ich konnte ihr dann sagen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwalt es genauso sieht. Und daran erkennt man das Problem. Wenn wir über Löschen von bestimmten Inhalten reden, ist auch die Frage, ob wir uns nicht was vormachen. Indem wir nur über diese Löscherei reden, aber das Verfassungsgericht hat in größter Rechtsprechung immer die Meinungsfreiheit hochgehalten. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und dafür reicht dieses Gesetz nicht, sondern die Gesellschaft muss auf, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße. So sehr ich mich auch darüber ärgere und frage, wes Geistes Kind diese Leute denn eigentlich sind. Meine Damen und Herren, wir hätten uns ein anderes parlamentarisches Verfahren gewünscht. Die Mehrheit der Sachverständigen im Ausschuss hatte in der alten Fassung noch gesagt, neben der Verfahrenskritik schwere verfassungsrechtliche Bedenken, meine Damen und Herren. Ein paar Dinge davon haben sie an dieser Stelle geändert. Den Straftatenkatalog reduziert. Ich will mal loben, der inländische Zustellungsbevollmächtigte. Ja, das ist gut, immerhin etwas.
Vielleicht hätten wir fast an dieser Legislaturperiode da enden sollen und uns Zeit lassen sollen. Wir haben ein paar Regelungen, die gar nicht so schlecht sind, Frau Schön. Die regulierte Selbstregulierung. Aber sie tritt ja erst als kann in Kraft und nicht sofort. Sie ist nicht ausformuliert. Sie haben bei der 7-Tages-Regelung, was ich jedem Erstsemester empfehle, unverzüglich in der Regel innerhalb von 7 Tagen zu löschen, meine Damen und Herren. Wer weiß, was das ist. Sie haben, ich komme zum Schluss, Sie haben bei dem Bußgeldverfahren eine Vorabentscheidung durch das Bundesamt für Justiz. Ich wünsche viel Vergnügen bei diesem schwierigen Verfahren mit Tausenden, Zehntausenden von Angaben. Sie haben nicht gesagt, wie diese regulierte Selbstregulierung unabhängig ist, wer sie eigentlich finanziert. Sie haben immerhin einen Richtervorbehalt eingesetzt bei der Auskunft, meine Damen und Herren. Ich finde, wir haben eine Engführung. Dieses Gesetz entspricht nicht unseren Vorstellungen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Reiz zu löschen größer ist als der Reiz, das Recht und die Meinungsfreiheit einzuhalten. Und ich habe das sichere Gefühl, wir hätten eine breitere Diskussion haben müssen, wo wir die Gesellschaft aufstellen und wir uns gemeinsam für die Würde des Menschen und für Respekt einsetzen. Das ist noch die Aufgabe der nächsten Wahlperiode. Lars Klingbeil ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist in der Tat eine schwierige Diskussion, die wir in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sogar geführt haben. Und es geht um nicht weniger als die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung im Netz? Wer trägt Verantwortung im Netz und wie haben wir als Staat, als Politik unsere Rolle dort zu definieren? Und ich will das hier mal sagen, ich finde den Ansatz von Minister Maas, erstmal mit den sozialen Netzwerken im ausführlichen Dialog zu sein und zu gucken, was in Absprachen möglich ist und dann aber auch im richtigen Moment zu erkennen, dass diese Absprachen nicht wirksam sind und zu sagen, der Gesetzgeber muss eingreifen, ich finde das genau den richtigen Weg. Ich bin Minister Maas außerordentlich dankbar für das Gesetz, was er hier in den Bundestag eingebracht hat. Und ich finde auch, dass wir es als Große Koalition geschafft haben, und dafür danke ich auch dem Koalitionspartner an vielen Stellen, nochmal Hinweise auch von Sachverständigen aufzunehmen. Und ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, dieses Gesetz in dieser Legislatur noch auf den Weg zu bringen und hier im Deutschen Bundestag jetzt gleich dann zu verabschieden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind einige Punkte, die in der Tat sehr wichtig sind für uns. Der Zustellungsbevollmächtigte, der inländische Zustellungsbevollmächtigte ist angesprochen worden. Ich glaube, niemand hier im Haus stellt in Frage, dass es einen solchen Bevollmächtigten geben muss und dass es die Ansprechpartner auch bei den sozialen Netzwerken braucht. Wir haben es orientiert auch an dem Positionspapier der SPD-Fraktion jetzt in den Verhandlungen geschafft, die regulierte Selbstregulierung in das Gesetz aufzunehmen, sie möglich zu machen, die 7-Tage-Regelung, die ja von vielen kritisiert wurde, zu lockern. Das, was immer als Zensurvorwurf im Raum stand mit dem sogenannten Overblocking, haben wir auch entschärft. Übrigens schon das Ministerium durch viele Hinweise, weil wir deutlich machen, es geht nicht um den einzelnen Post, sondern darum, dass ein effektives Beschwerdemanagement vorgehalten werden muss. Und das, was uns als SPD-Fraktion sehr wichtig war, dass der Auskunftsanspruch, so wie er formuliert war, mit einem Richtervorbehalt versehen wird und dass sagen wir eine enge Begrenzung haben, auch das wurde jetzt in den Verhandlungen aufgenommen. Ich finde, wir haben jetzt hier ein sehr gutes Gesetz, dem wir als Parlament auch zustimmen können. Und wenn die Kollegin Künast sagt, das darf aber nicht der Endpunkt sein, dann bin ich voll bei Ihnen, weil ich glaube, dieses Thema wird uns an unterschiedlichsten Stellen in der nächsten Legislatur wieder begegnen. Die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung im Netz und wie gehen wir mit all dem, was wir dort im Netz erleben, um? Wir reden hier heute aber über offensichtliche Rechtsverletzungen. Alles das, was unter dem Stichwort Fake News, ich finde, das ist ein schwieriger Begriff, aber was unter Manipulation, unter Falschmeldung, unter Lügen dort auch diskutiert wird, das bedarf anderer Maßnahmen. Da müssen wir endlich mal hier im Bundestag intensiv reden über die Frage, wie schaffen wir eigentlich digitale Bildung und Sensibilität. Da müssen wir darüber reden hier im Parlament, wie wir Initiativen wie Ich bin hier, die in sozialen Netzwerken auf Toleranz, auf konstruktiven Dialog setzen, wie wir die auch zivilgesellschaftlich stärken können. Und da müssen wir auch überlegen, wie wir es schaffen können, dass vernünftige, seriöse Inhalte auch im Netz stärker verbreitet werden. Alles das sind Punkte, die wir sicherlich in der nächsten Legislatur intensiv diskutieren werden. Und zum Ende lassen Sie mich eins sagen, weil es ja durchaus unterschiedliche Kritiken gab. Die einen haben gesagt, das Gesetz kam zu schnell, die anderen haben gesagt, das hat alles zu lange gedauert. Ich möchte mich beim Koalitionspartner entschuldigen, wenn wir ihn das ein oder andere Mal überfordert haben in dieser Gesetzgebung. Für uns war es wichtig, dass das passiert und das passiert mit dem heutigen Tag. Vielen Dank.
Elisabeth Winkelmeier-Beckert für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, wir bringen heute ein wichtiges Gesetzgebungspaket hier auf den Weg. Anspruchsvolle Arbeit liegt hinter uns und wer hier wen überfordert hat, das muss man vielleicht auch der öffentlichen Bewertung überlassen. Ich stelle jedenfalls mal fest, dass wir hier einen Gesetzentwurf gehabt haben, der von den Sachverständigen unisono in der Sachverständigenanhörung zunächst mal sehr stark kritisiert worden ist. Wir haben uns dann aber in sehr konstruktive Beratungen begeben. Wir haben uns gerade auch seitens der Union mit sehr guten Vorschlägen eingebracht, die auch von den Experten ausdrücklich gelobt worden sind. Und ich glaube, das Ergebnis, was wir hier heute vorlegen, das kann sich jedenfalls sehen lassen. Bei dem heutigen Projekt hier geht es um sehr, sehr viel. Es geht um nicht weniger als mal wieder um den Primat der Politik, um die Frage, wer bestimmt die Regeln. Und das knüpft eigentlich an oder erinnert mich jedenfalls auch an die Diskussion, die wir hier vor einigen Jahren geführt haben, um den Primat der Politik gegenüber den Finanzmärkten. Auch da ging es darum, wer bestimmt eigentlich, gegen welchen Staat gewettet werden kann, wie die Regeln lauten. Auch da ging es darum, durchzusetzen, dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber mit den Regeln, die wir aufstellen, für die analoge Welt, für die digitale Welt uns durchsetzen. Darum geht es auch hier im Internet. Das dürfen wir nicht den Konzernen überlassen, die das bisher getan haben. Wir dürfen es nicht den Konzernen überlassen, die die Holocaust-Lüge für nicht so schlimm halten, die aber auf der anderen Seite jeden Busen eliminieren, egal ob das jetzt ein medizinischer Kontext ist oder was auch immer. Wir dürfen es auch nicht den Hetzern und Mobbern überlassen, die meinen, dass sie Anstandsregeln komplett hintanstellen können, sondern wir müssen wirklich durchsetzen, dass wir die Regeln machen. Das ist nicht leicht. Viele Netzwerkbetreiber haben sich da eine Zeit lang jetzt überhaupt nicht drum geschert und nur ganz mühsam auf großen Druck mal reagiert. Es ist aber auch technisch nicht einfach, das muss man auch zugestehen. Es ist aber trotzdem, das denke ich, in der Abwägung notwendig, auf jeden Fall das zu tun, was möglich ist. Denn sonst bleibt die Schülerin eben schutzlos, die in der Umkleide fotografiert wird, deren Bild dann in die Netzwerke gesetzt wird. Bleibt der Politiker, die Politikerin schutzlos, es bleibt der Schiri schutzlos, dem nach dem Spiel gedroht wird, und das geht nicht. Und deshalb ist es gut, dass wir hier heute die Facebooks dieser Welt in die Pflicht nehmen. Wie das funktioniert, innerhalb von 24 Tagen müssen die eindeutig rechtswidrigen Posts gelöscht werden. Innerhalb von 7 Tagen müssen auch schwierigere Dinge jedenfalls bearbeitet sein. Wenn dann sich herausstellt, wir müssen erst rückfragen, dann ist auch dafür die Zeit gegeben. Oder eben, wir haben das Angebot der regulierten Selbstregulierung eingerichtet. Ich denke, mit diesem neuen Angebot, mit dieser Struktur, die wir neu eingebracht haben, haben wir die Gefahr des Overblockings doch gut gebannt. Wir haben jetzt eben mit dieser gestuften Fristsetzung die Zeit, dass nicht schon im vorauseilenden Gehorsam unter der Androhung einer doch spürbaren Bußgeldverhängung schon im Voraus sozusagen auf Nummer sicher gegangen wird und deshalb vieles gelöscht wird, was hinterher doch eigentlich hätte bleiben können. Es wurde klargestellt, dass die Entscheidung des Bundesamts für Justiz, möglicherweise Sanktionen zu verhängen, nur dann erfolgen kann, wenn wirklich systemische Mängel nachgewiesen sind. Nicht die einzelne Entscheidung ist das Entscheidende oder das, was schon zum Anlass genommen werden kann, sondern nur, wenn eben insgesamt sich herausstellt, das Beschwerdesystem funktioniert nicht, es ist unterfinanziert, es ist unterbesetzt oder nicht qualifiziert. Wir haben diese regulierte Selbstregulierung eingeführt und sie hat noch mehr Potenzial.
Wir hätten gerne auch jetzt schon ins Gesetz geschrieben, dass auch diese Selbstregulierung schon maßgeblich mit einbezogen werden kann in die Frage, ob das System insgesamt ausreichend ist. Und das wird auch weiter auszubauen sein. Wir haben es im Gesetz jetzt angelegt. Leider wurden, obwohl wir dafür einen konkreten Formulierungsvorschlag haben, diese Vorschläge noch nicht jetzt übernommen. Mag auch sein, dass dabei das Notifizierungsverfahren ein Stück weit eine Rolle gespielt hat. Aber da werden wir jetzt nicht stehen bleiben, sondern das auch noch weiter ausbauen. Da ist eine sehr gute Systematik gegeben, um eben den Ausgleich zu schaffen zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und Kontrolle im Sinne des Persönlichkeitsschutzes auf der anderen Seite. Wichtig ist für uns, auch der Aspekt, Frau Künast hatte es angesprochen, dass dieses Gesetz eine Blaupause sein kann, auch für andere Länder. Ich glaube, dass wir hier sehr stark auch beobachtet werden, was wir hier liefern. Wir sind das erste Parlament, das sich mit dieser Aufgabe hier auseinandersetzt. Und ich glaube, auch in dem Zusammenhang ist diese Struktur der regulierten Selbstregulierung ein ganz, ganz wichtiger Vorschlag. Denn wenn sich die Erdogans oder Putins dieser Welt darauf berufen wollen, dass Deutschland ja jetzt auch das Internet reguliert und die Meinungsfreiheit im Internet, dann können wir denen entgegenhalten. Der Staat will hier nicht das Monopol dafür haben, sondern er bietet ganz konkret an, dass das ein plural besetztes gesellschaftliches Gremium macht. Und mit dem Vorschlag können sich die Diktatoren dieser Welt gerne mal auseinandersetzen. Hier stärken wir gerade nicht die staatliche Durchgriffsbefugnis, sondern die gesellschaftlichen Kräfte. Uns ist noch wichtig der Auskunftsanspruch, denn wir sagen hier, die strittigen Dinge müssen doch vors Gericht. Genau dieser Auskunftsanspruch ist aber die Voraussetzung dafür, dass auch einzelne Fälle vors Gericht gebracht werden müssen und können. Deshalb auch da ein wichtiger Beitrag. Wir sind an diesem Punkt noch nicht am Ende der Diskussion, wohl am Ende meiner Rede. Deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Johannes Fechner das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorgestern habe ich mich mit einem Polizisten unterhalten, der im Bereich der Online-Kriminalität tätig ist. Und was er mir gezeigt hat, das war wirklich erschütternd. Es ist immer wieder unfassbar, in welchem Ausmaß im Netz gehetzt wird, wie dreist Pädophile versuchen, mit Kindern in Kontakt zu kommen und wie schlimm im Netz gemobbt und beleidigt wird. Sie alle haben sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht und deshalb ist es gut, dass wir nun alle nach diesen Beratungen der Meinung sind, wir müssen gesetzlich reagieren auf diesen massiven Umfang an Hetze und Hass im Netz. Und deswegen müssen wir hier tätig werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Justizminister Maas sehr dankbar, dass er immer wieder Flagge zeigt gegen Hass und Hetze und für Demokratie und Freiheit, nicht nur im Netz, auch wenn er dabei oft selbst heftig attackiert wird. Und besonders dankbar bin ich ihm, dass er die Initiative ergriffen hat, dass wir in Deutschland ein Gesetz gegen Hass und Hetze in sozialen Netzwerken beschließen können. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Minister. Ich glaube ernsthaft, dass das eines der wichtigsten Gesetze ist, die wir in dieser Legislaturperiode beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn soziale Netzwerke Milliarden Gewinne machen, dann stehen sie auch in der Pflicht, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Und im Moment tun sie das eben absolut unzureichend. Und deshalb ist es richtig, dass wir sozialen Netzwerken ein Bußgeld androhen bis zu 50 Millionen Euro, wenn sie kein Beschwerdemanagement vorhalten, um rechtswidrige Inhalte zu löschen. Und dabei wollen wir natürlich nicht verhindern, dass soziale Netzwerke quasi im vorauseilenden Gehorsam aus Angst vor diesem hohen Bußgeld in Zweifelsfällen Inhalte löschen. Aber genau gegen diese Problematik hatte sich auch schon der Gesetzesentwurf gerichtet. Sobald ein Zweifel daran besteht, ob eine Äußerung eine zu löschende Straftat darstellt, dann hat das soziale Netzwerk 7 Tage zur Prüfung Zeit, in Ausnahmefällen sogar länger. Und selbst wenn es mit vertretbarer Begründung einen Inhalt nicht löscht, den ein Gericht später als zu löschen beurteilt, dann droht auch kein Bußgeld. Also um es ganz klar zu sagen, das Bußgeld kann nur bei einem Systemversagen des einzurichtenden Beschwerdemanagements verhängt werden, nicht wenn eine einzelne Äußerung falsch eingeschätzt wird.
Und auf unsere Initiative hin haben wir die wichtigste Regelung im Gesetzentwurf auch noch erweitert, nämlich dass wir endlich in Deutschland einen Ansprechpartner, einen Zustellungsbevollmächtigten für Ermittlungsbehörden und für Zivilrechtsverfahren bekommen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Norm. Und alle, die wir in der Sachverständigenanhörung dazu befragt haben, haben uns gelobt, haben gesagt, das müsst ihr so machen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Unseren Vorschlag der SPD-Fraktion werden die sozialen Netzwerke nunmehr verpflichtet, diesen Zustellungsbevollmächtigten auch im Internet für jedermann offen zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist ein Meilenstein gegen Hass und Hetze im Netz. Und wichtig ist uns auch, dass ein Auskunftsersuchen einer Behörde tatsächlich erfüllt wird. Deshalb erhöhen wir hier den Druck auf die sozialen Netzwerke. Es muss innerhalb von 48 Stunden auf eine Anfrage etwa einer Staatsanwaltschaft reagiert werden. Ansonsten wird ein Bußgeld fällig. Auch das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Und schließlich haben wir verhindert, dass durch eine vorgetäuschte Straftat die Identität eines anonymen Nutzers preisgegeben werden muss, der sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen hat. Ein soziales Netzwerk darf nun die Bestandsdaten aufgrund der von uns geforderten Beschränkung des Auskunftsanspruchs nur dann übermitteln, wenn eine Straftat behauptet wird und wenn ein Richter dies beschlossen hat. Ich glaube, auch eine ganz wichtige Klarstellung in diesem Gesetz. Was wir in der nächsten Wahlperiode angehen sollten, das ist ein Rechtsanspruch für Nutzer, deren Aussage zu Unrecht gelöscht würde, dass Nutzer einen Rechtsanspruch, einen gesetzlichen Anspruch bekommen, dass ihre zu Unrecht gelöschte Aussage wieder veröffentlicht wird. Eine solche AGB-feste Regelung sollten wir uns für die nächste Wahlperiode vornehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns alle eint das Ziel, gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen. Dem dient dieser Gesetzesentwurf, stimmen wir also zu. Vielen Dank. Zum Schluss dieses Tagesordnungspunktes erhält der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn man im Netz unterwegs ist, dann stößt man auf so einiges. Und Herr Präsident, gestatten Sie, dass ich hier mal zwei Sätze zum Besten gebe und seien Sie versichert, das ist noch mit das Seichteste, was ich gefunden habe. Da schreibt jemand, ich zitiere, warum wird dieses Biest nicht gesteinigt? So einer hat doch null Charakter, für Geld und Macht verkauft die sich doch zur Not auch selbst. Oder ein anderer schreibt, kann der Alten nicht irgendjemand in den Kopf schießen? Das muss doch mal ein Ende haben. Beide Kommentare wurden an Facebook gemeldet und Facebook hat auch reagiert, und zwar mit folgendem Satz. Wir haben den von dir im Hinblick auf Verherrlichung drastischer Gewalt gemeldeten Kommentar geprüft und festgestellt, dass er nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt. Wenn man sich dann andere Ereignisse anschaut, die mit dem Netz zu tun haben, wird es noch tragischer. Eine 15-jährige Kanadierin wurde im Jahr 2012 auf einer Party von vier Männern erst betrunken gemacht und dann vergewaltigt. Es wurden Bilder angefertigt und die wurden ins Netz gestellt. Seitdem hat das Mädchen nicht mehr losgelassen. Sie wurde als Schlampe beschimpft. Ein Jahr später hat sie sich das Leben genommen. Und eine andere Kanadierin, die ist Opfer von Cybergrooming geworden. Mit 12 Jahren hat sie sich dazu verleiten lassen, intime Bilder von sich zu schicken. Und der Täter hat auch die ins Netz gestellt. Das Mädchen wurde drogenabhängig, alkoholabhängig und hat im Alter von 15 Jahren ihrem Leben ein Ende gesetzt. Wenn wir das auf uns wirken lassen, dann glaube ich, es sind vier Erkenntnisse, die uns treiben müssen. Erstens, die Hemmschwelle im Netz sinkt. Wenn man sich nicht mehr Auge in Auge gegenübersteht, dann traut man sich ein ganzes Stück mehr. Zweitens, soziale Plattformen sind entweder nicht willens oder eben nicht in der Lage, dem entschieden entgegenzutreten. Und die dritte Erkenntnis, wenn erst mal etwas in die digitale Welt entsendet worden ist, um die Welt gejagt worden ist, dann ist es nicht mehr rückholbar. Und viertens, die Neugierde der Menschen kennt offenbar keine Grenzen, denn anders ist es nicht zu erklären, dass Prügelattacken millionenmal angeklickt werden, Mordvideos 100.000-mal. Der Blick ins Internet eroffenbart Handlungsbedarf. Und ich denke, uns allen wäre es lieber gewesen, wenn Facebook und Co. gehandelt hätten, aber sie haben eben nicht geliefert. Und deshalb ist es nun an uns. Wir reden über eine
sensible Materie, denn es geht um Meinungsfreiheit. Und wir wollen eben nicht, und da spreche ich für uns alle, in den Verdacht geraten, hier der Zensur Tür und Tor zu öffnen. Und dieses Gesetz, vor allem in der überarbeiteten Fassung, jetzt mit Zensur in Verbindung zu bringen, ich glaube, das wird dem Gesetz nicht einmal im Ansatz gerecht. Und ich will Ihnen dafür drei Argumente bringen. Zum einen zielen wir auf rechtswidrige Äußerungen ab. Und rechtswidrige Äußerungen sind eben vom Grundrecht der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Die zweite Erkenntnis, und ich glaube, auch das sollten wir nicht vergessen, Facebook löscht und filtert heute schon Äußerungen, aber letztendlich immer nach willkürlich selbstgegebenen Maßstäben, nämlich diesen Gemeinschaftsstandards, ohne dass das transparent ist und ohne dass nachvollziehbar ist, anhand welcher Maßstäbe Facebook welche Entscheidungen trifft. Und die dritte Erkenntnis, und die ist für mich fast die wichtigste, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Zeitung, jeder Fernsehsender ist dafür verantwortlich, zu prüfen, bevor zum Beispiel ein Leserbrief veröffentlicht wird, bevor ein Interview ausgestrahlt wird, dass das keine rechtswidrigen Inhalte beinhaltet. Und genau diese Maßstäbe müssen wir selbstverständlich auch dort anlegen, obwohl natürlich klar sein muss, dass das Ganze de facto eine andere Dimension haben wird, weil wir über ein Massenmedium in der digitalen Welt sprechen. Ich glaube, der Schritt ist richtig und ich glaube, der Schritt ist überfällig. Justizminister Maas hat sehr früh das auf seine Agenda gesetzt und das war richtig. Und dann glaube ich aber, und auch das will ich Ihnen sagen, ich glaube, Sie haben zu lang auf den Gutwill von großen Konzernen vertraut und haben sich viel zu lang vertrösten lassen. Das führt jetzt am Ende dazu, dass wir auf der Zielgeraden dieser Legislaturperiode ein ganz wichtiges Gesetz verabschieden müssen. Und Gesetze, meine Damen, meine Herren, wenn wir sie beschließen, haben am Ende auch immer etwas mit Akzeptanz zu tun. Und allein, dass wir das jetzt so kurz vor knapp beschließen, lässt bei vielen Menschen die Akzeptanz fehlen und viele denken, es wird einfach durchgepeitscht und das fällt leider in ihren Verantwortungsbereich. Ich bitte um Zustimmung, glaube, wir müssen diesen Weg gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Auch hierzu liegen mir drei persönliche Erklärungen zur Abstimmung vor. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 13013 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 12356 in der Ausschussfassung anzunehmen. Bitte diejenigen, die diesem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Also, Prozedur nochmal. Wer möchte in zweiter Lesung dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen? Vielen Dank. Wer möchte dagegen stimmen? Wer enthält sich? Aha. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen. Bei den Gegenstimmen der Fraktion Die Linke und Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und einer Gegenstimme aus den Reihen der CDU-CSU-Fraktion. Wir kommen zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. Wer stimmt dagegen? Und wer enthält sich der Stimme? Bei gleichem Stimmenverhalten mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Linken, einer Kollegin der CDU-CSU-Fraktion und bei Enthaltung der Fraktion Die Grünen ist der Gesetzentwurf damit angenommen.